Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, eine neue Lesart des Liberalismus in Saudi-Arabien zu finden und meinen Teil zur Aufklärung meiner Gesellschaft beizutragen. Das war mein Leben, bevor ich im Jahre 2012 verhaftet und mit Personen, die man aufgrund der verschiedensten Kriminaldelikte festgenommen hatte, zusammengeworfen wurde. Von Mördern, Dieben, Drogenhändlern bis hin zu Kindervergewaltigern. Wir haben den Abend mit dem Ziel begonnen, über die Sache Raif Badouis aufzuklären und zu schauen, was man machen kann, um auch in Zukunft den Druck aufrechtzuerhalten, dass es im Idealfall in seine Freilassung mündet. Wie haben Sie den Abend wahrgenommen? Für mich ist der Mann Raif Badawi ein Beispiel für das, was an Menschenrechtsverletzungen passiert in diesen Ländern. Ich kann es bei weitem natürlich nicht so gut beurteilen, was kulturell der Hintergrund ist. Das konnte Herr Schreiber sehr viel besser rüberbringen. Ja, und ich finde es insbesondere wichtig, dass wir solche Veranstaltungen machen, weil es klang ja auch im Laufe des Abends mehrfach an, man muss es eben weitertragen, damit die Aufmerksamkeit nicht abklingt, weil nur die Aufmerksamkeit hilft letztlich dem Mann, hilft auch Ähnlichen in der Region, die vielleicht auch verfolgt werden, die ähnliche Repressalien zu erleiden haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Erinnerung und auch die Auseinandersetzung mit dem Thema, mit solchen Diskussionsveranstaltungen wachgehalten wird. Das habe ich auch. Herr Dreyer, nach zwei Stunden Diskussion über Raif Badawi stellen wir fest, Raif Badawi ist in der Öffentlichkeit sehr stark verankert. Es gibt aber viele, denen es nicht so geht. Wie sehen Sie das? Ja, es gibt eben tatsächlich einige Journalisten und Blogger in Saudi-Arabien, die auch zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden und die zum Beispiel einfach, weil sie über die Protestbewegung im Osten des Landes berichtet haben oder weil sie Kritik geübt haben am Königshaus oder an den Religionsgelehrten, die deswegen verfolgt werden, die mit langjährigen Ausreiseverboten belegt werden. Und Raif Badawi ist kein Einzelfall, sondern nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man sich als Bürger dafür einsetzen möchte, dass Menschen wie Raif Badawi unterstützt werden, was tut man am besten? Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt diesen Protest und diese Aufmerksamkeit aufrechterhält, dass man nicht locker lässt, dass man auch Politiker zum Beispiel immer wieder auffordert, weiterhin Raif Badawi und all die anderen Fälle anzusprechen, wann immer sie Kontakte haben mit Saudi-Arabien, mit saudischen Politikern. Und dass man auch versucht, politisch und diplomatisch Druck zu machen, dass sich auch systematisch etwas ändert, dass Saudi-Arabien seine Gesetze ändert, dass es versucht, dass man dort mehr Rechtssicherheit schafft für saudische Bürger, die ihre Meinung äußern wollen, dass Saudi-Arabien sich auch international auf Menschenrechte verpflichtet, auf die sich dann saudische Journalisten und Menschenrechtler berufen können. Ganz herzlichen Dank.